Fuck! Ganz ruhig, Brauner. Du willst dich jetzt nicht von irgendeiner Scheiße, die von einem Kinderspiel kommt, fertig machen. Du hast es damals gesuchtet, also kannst du es. Hi. Ihr seid runtergefallen. Entschuldigung. Gleich nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nostalgie. Die Show, in der ich, Wackiger, euch paar Sachen über alte Spiele aus meiner Kindheit erzähle. Wie wohl jedes Kind der 90er bin ich ein ganz großer Fan von alten Disney-Filmen. Und eine Filmtrilogie ist bis heute einer meiner Favoriten geblieben. König der Löwen. Neben den ganzen Charakteren wie Mufasa, Scar, Zazu oder auch Simba haben es zwei Kollegen geschafft, irgendwie durch ihre Eigenart aufzufallen. Timon und Pumba. Timon, das coole Erdmännchen, und auch Pumba, das wohl eher dümmliche Warzenschwein, sind in kürzester Zeit zum Kult geworden. Doch wurden sie auch schnell durch die Lizenzkeule gejagt. Neben ihrem Auftritt in der König der Löwen-Trilogie sowie auch ihrer eigenen TV-Serie gab es eine Menge Zeug, welches mit ihren Gesichtern geschmückt wurde. Eine Menge Spielzeug, Bettwäsche, Puzzles und auch ein Videospiel hat es in die Läden geschafft. Und um genau dieses Videospiel dreht sich das heutige Video. Einigen Kennern unter euch wird sicherlich schon aufgefallen sein, dass es nicht original ist, doch diese CD ist bis heute noch ein Relikt aus meiner Kindheit geblieben, drum habe ich diese einfach nicht weggeschmissen und ich habe wirklich sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbracht. Aber ich würde mal sagen, wir gucken uns mal an, was sich dahinter überhaupt alles verbirgt und schmeißen das Ding einfach mal rein. Nach einem epischen Intro und einer witzigen Cutscene, die eigentlich nur existiert, um die Spielzeit zu strecken, kommen wir direkt schon ins Innere des Spiels. Und zwar haben wir hier die Auswahl zwischen 5 Minispielen. Rülpser, Dschungelflipper, Bärenschleuder, Käferfalle und Hippohop. Das war es eigentlich auch. 5 mega krasse Minispiele warten darauf, von uns gespielt zu werden. Nein, im Ernst, so geil sind die Spiele auch nicht. Im Rülpser geht es darum, Käfer und andere Gegenstände durch Pumbas abartigen Gasen aus dem vorderen Verdauungstrakt zu treffen und dadurch Punkte zu erzielen. Dabei soll man aufpassen, dass man nicht von Spinnen, Kokosnüssen oder Affen getroffen wird. Je höher das Level, desto höher der Schwierigkeitsgrad. Als ich das Gameplay für dieses Video aufgenommen hatte, hatte ich noch Stunden danach Pumbas Böll-Konzert im Ohr. Timon, ich bin wie ein Vulkan! Das nächste Spiel, was wir uns antun werden, ist die Bärenschleuder. Hier kann ich meine mit Mühe trainierten Aiming-Skills von CSGO richtig zur Geltung bringen, denn hier wird nur eines verlangt, das pure Aiming. In der kleinen Tutorial-Cutscene am Anfang erfahren wir, welche hässlichen Gestalten wir abknallen dürfen und welche nicht. Danach dürfen wir uns auch schon direkt unserer Killerspielsucht frönen. Nun kommen wir zu meinem absoluten Hassspiel in dieser wunderbaren Spielesammlung. Dschungelflipper. Es ist eigentlich nichts anderes als ein stinknormales Flipperspiel, doch selbst nach circa 12 Jahren bin ich nicht unbedingt besser geworden. Es fängt allein schon mit der Tastenbelegung an. Da ich das Spiel nur über eine Virtual Box mit XP zum Laufen kriegen konnte und meine Tastatur plötzlich auf Englisch war, fand ich anfangs nicht die Taste, um den rechten Flipper zu aktivieren. Drum musste ich jede Taste ausprobieren. Als ich endlich die richtige Taste gefunden hatte, hat es wirklich nicht lange gedauert, bis der alte Hass von damals wieder hochkochte. Es war purer Hass, der mich bis heute noch irgendwie nach trotz 16 Jahren Abstinenz dieses Spiels nicht in Ruhe gelassen hat. Ich konnte probieren, was ich wollte. Es ließ mich einfach nicht gewinnen. Fuck. Ganz ruhig. Du willst dich jetzt nicht von einer Kacke fertig machen, die von einem scheiß Kinderspiel kommt, oder? Durch. Kümmern wir uns mal um ein Minispiel, was ich eigentlich damals überhaupt gar nicht mochte, mir aber komischerweise bis heute positiv in Erinnerung geblieben ist. Wie komisch das auch klingen mag. Die
Käferfalle. Hier gilt es im Dr. Mario-Prinzip, vier gleichfarbige Käfer in eine Reihe zu kriegen, um sie platzen zu lassen, um dafür Punkte zu bekommen. Am Anfang kann man sich aussuchen, Timon oder Pumba zu nehmen. Natürlich habe ich Timon genommen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es für mich als alten Grundschulzocker nicht einfach war, das Spiel zu bestehen, aber komischerweise ging es mir jetzt bei diesen Aufnahmen wirklich locker zur Hand. Doch mein stolzer Siegeszug ging schneller vorbei, als ich dachte. Vorbei. Warte, ich brauche noch einen Käfer, nur noch einen roten Käfer. Timon, es ist vorbei. Wir treffen uns auf dem Spielplatz. Hippo Hop, was im Übrigen auch mein Lieblingsspiel in dieser Spielesammlung ist, ist mit Abstand das schönste, aber auch nervigste in diesem Game. Der dicke Pumba feiert eine Insektengrillparty und wir müssen in Form von Timon die Zutaten über einen Fluss transportieren. Ja genau, über einen Fluss. Wir, Timon. Ein kleines, verdammtes, schwaches Erdmännchen. Da stellt man sich die Frage, wie Pumba da überhaupt hingekommen ist. Ist er gerollt, ist er geschwommen oder hat er sich von diesem komischen Geier transportieren lassen? Letztendlich werden wir das doch leider nie erfahren. Ansonsten war es dann auch. Wie ist es mit euch? Seid ihr mit diesem Spiel schon mal in Berührung gekommen oder habt ihr ein älteres Geschwisternteil, was sich schon mal über dieses Spiel aufgeregt habt? Dann lasst es mich mal anhand eurer Kommentare wissen, weil ich denke, ich bin nicht ganz alleine mit meiner Meinung, was dieses Spiel angeht. Ansonsten würde ich mich sehr über eure konstruktive Kritik unter den Kommentaren freuen. Generell immer. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's mit der aktuellen Folge von Nostalgie. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.